Hallo liebe Bastelhari-Freunde. Heute habe ich mal wieder ein Problemchen, was ich versuche zu lösen. Und zwar geht es hier um einen meiner Außenscheinwerfer. Das ist ein solarbetriebener Scheinwerfer, also mit einem Bleigel-Akku. Den habe ich jetzt schon eine ganze Weile. Ist allerdings schon die zweite Auflage sozusagen. Ich hatte mir den gekauft vor ungefähr 4 Jahren. Und nach 1,5 Jahren ist der erste kaputt gegangen. Der hat dann das Problem gehabt, wenn der eingeschaltet wurde, beziehungsweise wenn der halt den Erfassungswinkel hatte und sollte sich einschalten, machte der nur noch das hier, was der jetzt hier auch macht. Versucht das mal zu simulieren. Weiß nicht, habt ihr das gesehen? Ich muss das mal das Licht ein bisschen ausmachen. Der geht also ganz kurz an und gleich wieder aus. Dann könnte man meinen, dass das ein Akkuproblem ist. Ist es aber irgendwie nicht. Also der Akku, jedenfalls bei dem anderen Gerät, was ich dann eingeschickt habe, weil da noch Garantie drauf war, da hatte ich einen anderen Akku probiert mit dem gleichen Ergebnis. Also das muss an der Elektronik liegen. Nun ist hier auf dem Gerät leider keine Garantie mehr drauf, sodass das Einschicken jetzt auch Geld kosten würde. Ja, der ganze Scheinwerfer kostet jetzt, wenn man den jetzt kauft, so um die schwanken ein bisschen zwischen 40 und 70 Euro. Ist dann auch Tatsache fast dasselbe Gehäuse, aber mit neuer Technik. Also ist jetzt auch mit der großen Eindiode, nicht mehr mit diesen vielen kleinen. Hier sind ja 80 Stück drin, die hier die Helligkeit machen. Ja, einschicken, wie gesagt, geht nicht. Also müssen wir uns das Ding mal angucken von innen. Vielleicht die Platine mal gucken, ob wir da was messen können, woran das liegen könnte. Und dann schauen wir mal, ob wir den reparieren oder ob das weg kann. So, da haben wir Kreuz. Da geht das mal los. So, das waren jetzt die 4 Schrauben. Die nehmen wir da jetzt auf. Jetzt sieht man hier schön im Hintergrund den Akku und die kleine, ja, Elektronik, die kleine Platine. Viel ist ja da nicht drauf, aber immerhin so viel, dass es Probleme geben kann. Mal gucken, ob ich hier mehr Land gewinne, wenn ich hier mal die Platine abschraube. Probieren wir jetzt mal. Könnte auch den Akku abziehen. Wir mal den Akku lösen. Den ja hier mal abziehen. Braunes Plus. Erstmal gucken, was der Akku noch an Leistung hat hier. Mal gucken, was die Ladung sagt im Ruhezustand. Das ist ein 6-Volt-Akku. Und jetzt wollen wir mal gucken, was da noch hat. Ja, 6,7 Volt knapp. Also das ist okay.
ziehen. So, haben wir hier noch den Volumenteil da dran. Und jetzt hier auch wieder abschrauben. So, können wir hier ein bisschen ziehen. Vielleicht den Schalter hier noch ausbauen. Hier ein bisschen mehr Bewegungsfreiheit. Okay. Dann schauen wir mal, was wir hier alle schön drauf haben. Wir sind also mal ein paar Kondensatoren drauf, die so auf den ersten Blick ganz gut aussehen. Also keiner gebläht oder so. So, haben wir hier die Rückseite. Jetzt gehen wir erstmal eine Lupe nehmen, um zu gucken, was wir hier überhaupt haben. Ah, die Bauteile sind nicht beschriftet, im größten Teil. Natürlich Absicht. Ja. Also allzu viel messen ist jetzt hier auch nicht angesagt. Ich kann jetzt hier mal gucken, dass ich die Kondensatoren mal durchmesse hier, soweit ich die Möglichkeit dazu habe. Okay, der kurze Piepen sagt mir schon. Also, was ich jetzt machen könnte, ist, ich könnte jetzt auf Verdacht mal die Kondensatoren hier rauswerfen, weil es sind so gängige Dinger, die habe ich da. Ja, und dann müsste man mal gucken, ob das irgendeine Änderung bringt. Erstmal ein bisschen Lötzinn auf, damit er sich besser auslöten lässt. Dann nehmen wir uns unsere Lötpumpe. So, das war die Nummer 1. So, und so verlöten wir jetzt erstmal alle neu. Oh, hier plus. Lange Beinchen. Lange Beinchen ist plus.
Und so machen wir das jetzt mit allen und dann schauen wir mal weiter. Ich habe jetzt alle Kondensatoren getauscht, die hier verbaut sind, aber leider ohne Erfolg. Also das Ergebnis ist das gleiche. Wenn man das Ding jetzt hier einschaltet, blitzt da kurz auf und das war's. Die anderen Bauteile habe ich soweit ich es kann gemessen, also die Dioden, die sind alle in Ordnung. Die schließen in der richtigen Richtung und sind offen zu anderen, wo sie offen sein sollen. Aber mehr kann ich hier nicht messen. Also meine Möglichkeiten sind jetzt hier zu Ende. Was mich ein bisschen ärgert, ist die Tatsache, dass das schon das zweite Gerät ist, was ich halt von Brennstuhl habe, wo genau der gleiche Defekt auftritt. Nämlich dieses Phänomen des kurzen Aufblitzens beim Einschalten und dann wieder, dass es dann wieder aussieht. Wahrscheinlich hat er auch noch das Problem, dass man ihn nicht mehr laden kann. Das hatte ich auch mit dem anderen Scheinwerfer, wenn man den eingesteckt hat, ging hier kurz eine Diode an und wird dann sofort rot und lädt dann auch das Gerät nicht mehr. Ja, was das für ein Defekt ist, wie gesagt, leider ist das noch so dokumentiert. Ich hatte jetzt schon mal geguckt bei YouTube, hat leider noch nie einer eingestellt. Den Chip hier kann man zum Beispiel ja nicht lesen, was das ist, keine Ahnung. Deswegen kann man das Ding im Grunde wahrscheinlich auch nicht reparieren, was sehr ärgerlich ist. Ja, wollte ich jetzt kurz berichtet haben. Mal kein Erfolg beim Basteln, muss es auch mal geben. Ich wünsche euch trotzdem noch einen wunderschönen Sonntag und macht es gut bis zum nächsten Mal. Tschüss.